Und jetzt freue ich mich, den Dialog zwischen Stefan Rüschen, unserem Professor in Lebensmittelhandel, mit quasi dem Schwergewicht der Lebensmittelbranche einleiten zu dürfen. Klaus Gehrig, oberster Chef der Schwarzgruppe, hier im direkten Dialog. Das kommt nicht so oft vor, von daher sind wir ganz besonders glücklich, Klaus, dich hier für eine Podiumsdiskussion gewonnen zu haben. Viel Spaß. Pepper, kannst du jetzt nach Hause gehen? Pepper? Alexa, schick Pepper nach Hause. Funktioniert auch nicht. Mama hat dann doch noch händisch. Aufs Wort. Händisch, volles Wort. Ja. So. Bin ich schon zugeschaltet? Jetzt sind wir bereit. Ja. Herr Gehrig, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Ja. Wie Frau Graf auch sagte, so häufig machen Sie sowas nicht oder noch nie? In meinen Gefühlen ist es zu häufig, ja. Zu häufig? Ja, ja. So häufig. Aber ich delegiere es zunehmend, ja, dann habe ich mehr Zeit, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Guck mal, was das für Dinge sind. Sie sind zwar sozusagen Chef des größten europäischen Händlers. Wenn man in Deutschland vom Discount spricht, wird Aldi immer noch als Marktführer angesehen, was nach Umsatz sicherlich auch richtig ist. Aber wenn man die Konzepte anguckt, Sie waren zuerst im Fernsehen, dann kam Aldi, Sie haben einen tollen Backshop, Aldi kopiert das jetzt, Sie hatten schon immer Markenartikel, Aldi hat jetzt auch Markenartikel, Sie haben schon immer Werbung gemacht, Aldi macht jetzt auch Werbung mit Markenartikeln. Eigentlich folgt doch Aldi Ihnen, sind Sie nicht schon längst Marktführer, was das Konzept betrifft? Und wenn man die Sichtweise hat, bereitet Ihnen das nicht ein Stück weit auch Sorge, weil Sie die Positionierung, die Differenzierung gegenüber all dem Discount verlieren könnten? Nein, also Sorge nicht. Also der Schwabe kennt ja keine Angst, also deswegen reden wir von Sorge. Und ich hatte Sorge, wenn Aldi mal in das Markengeschäft einsteigt. Wir waren sehr dominant mit der Marke unterwegs, die deutlich stärker war wie unsere Eigenmarke. Und überraschenderweise haben wir mit dem Einstieg der Marke bei Aldi keine Umsatzrückgänge nachhaltig. Wäre vielleicht besser gewesen, die Entwicklung, wenn sie das nicht eingelistet hätte. Aber wir brauchen den Aldi. Und ich zitiere mal den Karl Albrecht, der in den letzten Tagen noch mal ein Interview gegeben hat, gesagt, wenn Lidl nicht gewesen wäre, wäre Aldi eingeschlafen. Und ich drehe es einfach rum, wenn es Aldi nicht gäbe, wäre auch Lidl eingeschlafen. Ja, und wir brauchen uns zusammen, dass wir uns immer gegenseitig reiben, weil das geht immer zu Lasten von Dritten. Ja, und man braucht irgendwo einen Orientierungspunkt. Und von der Seite her denke ich mal, dass das so weitergeht. Wir waren in einigen Dingen voraus. Er hat jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Wir machen den nächsten Step. Und was das anbelangt, erfreulicherweise von der Umsatzentwicklung und auch von der Ergebnisentwicklung war der Aldi-Einstieg-Marke für uns nicht so spürbar. Ja? Die Reibung, die Sie gegenseitig erzeugen, die so vorteilhaft ist, hat jetzt nicht auch dazu geführt, dass mehrere der Discounter, der in Leipzig, der russische, eröffnet hat, dass Sie mit dem Trading-Up Platz gemacht haben für ein Hard-Discount-Format und sich jetzt einen neuen Konkurrenten dadurch gezeugt haben? Nein, jeder Konkurrent bringt keinen Umsatz mit. Ja? Aber ich würde das jetzt mal nicht ernst nehmen. Wir müssen ihn beobachten. Ja, und wenn man sieht, wo er seine Ware herkriegt, in Aktionsgeschäften, dann ist er wieder ausverkauft. Also das sieht nicht danach aus. Und er konzentriert sich auch auf den Osten. Das sieht nicht so danach aus, dass es was Langlebiges wird. Ja, und wenn wir dort sehen, wir haben jetzt alle Filialen im Umkreis auch mal abgecheckt. Wir können nicht erkennen, dass jetzt das Umsatz gekostet hat. Und von der Seite her, wie gesagt, wenn der sich jetzt noch mal stärker engagiert, da werden wir auch in den Regionen, wo er auftritt, ich sag mal schon Gegenmaßnahmen ergreifen. Also ich bin sicher, dass wir, Aldi und wir, und in diesem Fall ist es ja Aldi Nord, und wenn ich von Aldi rede, rede ich immer von Aldi Süd, ja, weil Aldi Süd für mich das stärkere Konzept hat, werden wir und diesmal mit Aldi Nord sicherlich was tun, dass wir den auch in den Griff kriegen. Ja? Weil Konkurrenz braucht man immer wieder, kann immer wiederholen. Man schläft eigentlich sonst ein. Ja? Und die jungen Menschen neigen einfach dazu, Ergebnisse, die erzielt werden, ich sage mal, als ihre Leistung anzusehen. Und ich sage immer, die Discount-System ist so stark, dass die persönliche Leistung zwar wichtig ist, aber nicht immer das Ausschlaggebende, ja? Sondern das System muss stimmen, dass die Organisation muss stimmen. Ja? Und das sehen wir bei den Ländern.
Ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel. Wir sind nach Portugal gegangen und haben Riesenerfolg gehabt. Da hätten sie einen Lehrling hinschicken können, hätte diesen Erfolg nicht verhindern können. Ja? Natürlich in der Phase 2, in der Phase 3 reicht dann der Lehrling nicht mehr aus, ja? Aber in der Phase 1, weil das System einfach so stark war. Ja? Und von der Seite her braucht man auch ein bisschen Demut, ich sag mal, und die Kraft und die Erkenntnisse, ja, was ist Leistung, eine persönliche Leistung, und was ist Systemleistung. Ja? Und in der Systemleistung haben wir, jetzt spreche ich von Lidl, einfach gemessen an dem, was wir können und an dem, wo wir stehen, noch viel zu viel Reserven, dass ich einfach zufrieden bin. Und Zufriedenheit, das ist ein Teufel, wenn ich zufrieden bin und diese Zufriedenheit, ich sage mal, jetzt hier signalisiere. Ja, 80% von Ihnen würden sich zurücklehnen und sagen, ach, ich brauche gar nicht mehr so viel tun, der Chef ist zufrieden, es ist ja alles in Ordnung. Nein, morgen ist es nicht mehr in Ordnung, morgen kommt ein anderer und fordert uns wieder heraus. Jetzt ist ja ein anderes Erscheinungsbild dieser Reibung, ist, dass Lidl mit Bioland eine Kooperation eingegangen ist und Kaufland auch mit Demeter, auch medial, Riesenaufmerksamkeit im Spiegel, ja, sehr lang etc. pp. Machen Sie damit auf Dauer als konventioneller Handel nicht die Bioläden, die Naturkostläden kaputt? Nein. Werden die nicht aufgefressen von Ihnen? Nein, Sie werden sicherlich wieder einen Konkurrenten bekommen, der einfach auch preisaggressiver ist. Das wird sich zeigen. Ja, in den Bereichen, wo die ihre großen Umsätze machen, sind wir sowieso nicht zu Hause. Ja, aber eins erkennen wir, der Biokunde hat einen größeren Einkaufsbau. Da war Aldi voraus. Da haben wir, ich sage mal, geschlafen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber wir haben ja viele Artikel wieder ausgelistet, weil sie nicht gehen. Ja, und wir brauchen ja Stückzahlen. Wir erkennen heute, ja, dass wir, wenn wir Bioartikel aufnehmen, ich sage mal, sehr, sehr lange brauchen, bis er den Umsatz macht, von dem wir uns es auch vorstellen. Ja, wieder ein Beispiel, wenn ich Gehacktes reinnehme, da hat der Aldi am Tag vielleicht ein Bio-Gehacktes verkauft. Ja, und irgendwann hat er 2 verkauft und irgendwann hat er 10 Päckchen verkauft. Der hatte Geduld, wir hatten keine Geduld. Wir haben es eingelistet, haben gesehen, es funktioniert nicht und haben es wieder ausgelistet. Das war ein Fehler. Ja, und jetzt sind wir ganz massiv nach vorne gegangen. Wir sind als Unternehmen jetzt auch attraktiver. Ja, und Bio, ich sage mal, auch in die Masse reinzubringen, da erfordert es am Ende auch wieder einen Discounter, weil das kann man auch im Verkaufspreis etwas aggressiver gestalten als das, was wir, ich sage mal, in den Bioläden, ich sage mal, das ist ja, wenn man Apotheke als teuer bezeichnet, würde ich mal die Bioläden mit Apotheke Plus bezeichnen. Ja, und das bietet natürlich wieder eine Angriffsfläche, ich sage mal, für die Discounter, und da sind wir eingestiegen. Es wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt, ich sage mal, die Bio, weil sie ein viel, viel breiteres Sortiment führen, ich glaube 100.000 Artikel, da geht manchmal ein Artikel im Jahr, wir haben ja ein bisschen Erfahrung mit Basic gemacht, mit dem Bio-Artikel, da ging im Jahr vielleicht 5 Päckchen. Ja? Also das sind Dinge, die können wir nie nachvollziehen, die können wir auch nicht machen, als Discounter. Beim Kaufland ist das wieder ein bisschen was anderes. Anderes Thema, mir hat neulich ein nationaler Vertriebsleiter eines Konkurrenten gesagt, er findet heute im Discount heute schon nicht mehr genug qualifiziertes Personal in den Großstädten, damit meint er Kassiererinnen, und er hat heute schon nicht mehr genug Lkw-Fahrer, um seine Filialen in der Frequenz zu beliefern, wie er das gerne möchte. Machen Sie sich auch Sorgen, dass Sie irgendwann Ihre Filialen nicht mehr aufschließen können, und was kann man dagegen tun im Handel? Ja, ich habe keine Angst und ich habe in dem Fall auch keine Sorgen. Am Ende ist es eine Frage des Preises. Ja, die Logistik war in der Vergangenheit, ich sage mal, aufgrund ihrer Überkapazitäten, aufgrund des Niedrigpreisniveaus und so weiter, ja, war sie natürlich, ich sage mal, auch nicht in der Lage, ich sage mal, Mitarbeiter auszubilden. Ja, durch den Wegfall der Bundeswehr in der Ausbildung fehlen uns in den nächsten Jahren 250.000. In den nächsten 7, 8 Jahren 250.000 Lkw-Fahrer. Ja, wir müssen ins Ausland gehen. Ja, und wir haben heute Arbeitslosigkeit von 40-50% in den südlichen Ländern wie Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. Das sind toll ausgebildete junge Leute. Wir werden jetzt ganz massiv, und das ist auch unsere Aufgabe als Deutsche, ich sage mal, in diese Länder zu gehen, sie Deutsch zu lernen. Unsere Kultursprache, Unternehmenssprache ist Deutsch.
Ich kann mich mit jedem Führungskraft im gehobenen Bereich in Deutsch unterhalten, weil mein Englisch nicht so ausgebildet ist, wie man das vielleicht von Ihnen heute hier alle erwartet. Ja, eine Konzernsprache braucht das Unternehmen und sie braucht auch eine Heimat. Ja, und mit dieser Sprache Deutsch werden wir jetzt ein halbes Jahr lang junge Menschen ausbilden, die wir einsetzen. Ich sage mal als Filialleiter, die können wir ausbilden, als Hausleiter bei Kaufland, die können tolle Positionen machen, weil in der Heimat verdienen sie wenig Geld. Ja, und wir haben ein Mindestlohn, Einstiegslohngefüge eingeführt und wir können denen Wohnungen besorgen. Also von der Seite her werden wir ganz massiv, ich sage mal, dieses Loch, das wir haben, es ist tatsächlich so, wenn sie nach München gehen und, wer will eine solche Tätigkeit unabhängig vom Gehalt und überhaupt noch ausführen, da müssen wir dort unsere Schwerpunkte setzen in die Ausbildung von ausländischen, europäischen Mitarbeitern. Wenn wir noch in Deutschland bleiben, was ist eigentlich Ihre Message an junge Leute, warum sie in den Handel gehen sollten? Was macht die Attraktivität des Handels aus? Doch mal, es gibt doch nichts Interessantes. Erstens braucht man Menschen, die Handel verstehen. Und zweitens, es gibt nichts Interessanteres wie Handel. Also wenn ich wieder auf die Welt komme, ich mache das Gleiche wieder. Ja, ich würde mir den gleichen Inhaber aussuchen, ich würde mir, ich sag mal, die gleiche Position aussuchen, ich würde vielleicht etwas, ja, ich würde vielleicht etwas früher ich sag mal, mit den gehobenen Positionen anfangen, weil das war schon auch ein langer Weg. Jeder weiß, dass ich beim Aldi war, das waren die extrem lehrreichsten Jahre, die ich erfahren habe und mit diesen Erfahrungen. Letztendlich und mit dem Namen Aldi war der Einstieg, dass man überhaupt zu so einer Position kommen kann. Und von der Seite her denke ich, sieht man da auch auf den richtigen Weg, weil es ist spannend, es ist jeden Tag was anderes. Ja? Und der Handel bietet ja eins, wir suchen Menschen, die alles können. Natürlich haben wir hier ein paar Spezialisten, die manchmal in den Keller gehören, weil sie nicht lachen können, aber sie sind Spezialisten. Das ist aber der kleinste Bereich. Ja? Wenn einer gut ausgebildet ist, Freude hat, an Menschen zu führen, Freude hat, wo man es auch erkennen kann, der lachen kann, ja? Der Menschen mitnehmen kann, ja, dann spielt auch die Note nicht die absolute Entscheidung. Das ist sicherlich ein Vehikel, wo man mal den Einstieg schafft. Aber wenn ich heute sehe, wie viele gute Noten in Berlin vergeben werden und wenn du die Verantwortlichen fragst, warum haben jetzt in Berlin alle so eine 2, dann sagen wir, haben das Niveau gesenkt. Also ist die Note in der Messbarkeit innerhalb von Deutschland auch ganz, ganz schwierig. Ja, also die Persönlichkeit ist entscheidend und die Freude, ich sag mal, mit anderen Menschen umzugehen. Ja, und man muss für sein Unternehmen die Menschen aussuchen, die zum Unternehmen passen. Ja, und nicht, weil sie gut in der Schule sind und weil sie hochintelligent sind, weil es kein Indiz gibt. Ich bin 47 Jahre jetzt in der Branche und arbeite daran, ja, dass von einem Einser oder von einem Dreier, der ja auch eine gute Note sein kann, weil für mich war teilweise auch eine 3 eine gute Note, aber das ist schon lange her, ja, kann man eins erkennen. Ja, er ist nicht besser im Ergebnis im Unternehmen. Und wenn du im Unternehmen bist, entscheidet nicht mehr die Note. Wir schauen uns nicht mehr die Zeugnisse an, sondern wir schauen das an, was er im Unternehmen bringt. Und das ist eine gewisse auch Einmaligkeit, fast eine Einmaligkeit, die der Handel also bietet. Vielseitig. Ja, Sie können heute Vertriebsleiter sein und morgen können Sie im Einkauf sein und übermorgen gehen Sie in die Logistik, weil mit gesundem Menschenverstand und mit der Ausbildung, die Sie alle haben, können Sie jeden Job, fast jeden Job, ich grenze es ein, fast jeden Job in dem Unternehmen Kaufland und Lidl machen. Hauptsache, man landet nicht im Keller bei Ihnen. Ja gut, aber die braucht man auch. Also von der Seite, es ist jetzt bildlich gesprochen, ja, es gibt schon gibt ja Fachgebiete, die sehr trocken sind. Ja, ich bin jetzt, ich habe gelernt mit nennen den... Nennen Sie besser kein Fachgebiet. Nennen kein Fachgebiet. Gut. Ich spreche ja von mir, aber gut. Es ist jedes, aber damit kein Missverständnis, korrigiere ich kurz, kein Missverständnis entsteht, es ist jedes in der Summe wichtig. Ja, also es wäre falsch zu sagen, der eine ist wichtiger wie der andere. Ja, es muss einfach die Zusammensetzung der Mitarbeiter, die Bereiche müssen sich zusammenfinden und was wir abschaffen und dann ganz, ganz schwierige Aufgabe ist dieses Solo-Denken, also dieses Silo-Denken, nicht Solo, Silo-Denken. Das ist tödlich, ja, und da haben wir noch viel, viel Arbeit davon, um hier, ich sage mal, mehr Transparenz, mehr Austausch herbeizuführen. Aber es ist eine Aufgabe für die Zukunft und die werden wir auch meistern. Ich sage meinen Studenten immer, warum sie im Handel richtig aufgehoben sind, weil im Handel
Wer ein ehrlicher Mensch sein will, ist im Handel besser aufgehoben, denn im Gegensatz zur Automobilbranche und Finanzbranche wird zwar im Handel mit harten Bandagen gekämpft, aber es wird nicht betrogen. Und deshalb ist man da im Handel besser aufgehoben. Jetzt muss ich ja... Hallo. Können Sie unkommentiert stehen lassen, aber vielleicht noch eins. Ich sage Ihnen aber immer, man kann... Ich habe jetzt durchgeschnauft, dann weiß jeder, ich bin ja kein Autofreak, ja, zum Leidwesen meiner Mitarbeiter. Ja, aber jeder hat gewusst, wirklich jeder hat gewusst, wenn ich ein Auto kaufe, dass es mindestens 3 Liter braucht, wie draufsteht. Ja, aber okay, also wir lassen es stehen, das wäre zu viel. Und ich sage meinen Studenten immer, man kann nur im Handel so schnell Führungsverantwortung kriegen und das ist eigentlich das Faszinierende, in der BWL. Ja. Nein, also ich habe ja, weil ich ja schon fortgeschrittenen Alters bin, ja, ab und zu kriege ich das mal auch wieder gesagt, ich bin jetzt 70 geworden, aber in der Bild-Zeitung stand, ab und zu lese ich Bild-Zeitung, damit ich sehe, was da an Inseration drin ist von den Mitbewerbern und von uns, da stand drin, dass ein 70-Jähriger heute, ich sage mal, wenn er geistig fit bleibt, ja, und geistig auch gefordert wird, ich sage mal, das entspricht eines 50-Jährigen. Ja, also folglich habe ich auch sehr viele junge Menschen um mich herum. Ja, ich habe meine Kinder, die sind zwischen 36 und 42. Ja, die können, und ich brauche Menschen, die die Zeit, in der wir heute leben, mir verständlich machen. Weil ich habe ja keinen Computer, ich habe das Einzige, was ich an Technik habe, ist Handy. Kein Vorbild, um Gottes Willen. Ja, also brauche ich Menschen, die mit dieser neuen Technik mich einfach informieren, weil wir auf diesem Weg ja auch weitermachen müssen. Ich kann es nicht bedienen, aber ich habe Menschen, die sie bedienen können. Und von der Seite her brauche ich auch junge Menschen, die einen Blick weiterdenken, ja, als ich, weil das ist ja der Käufer, ich sage mal, der Zukunft. Und der Käufer der Zukunft wird anders sein, wie der, den wir heute haben. Und zwar gravierend anders sein und viel schneller, wie wir glauben, dass es so kommt. Ja? Wenn wir versuchen, weiterzudenken in die Zukunft, haben wir das Thema Digitalisierung, ist ja auch in der Gegenwart, aber die Frage ist ja, was wird in der Zukunft sein? Welche Rolle hat es für Sie, wenn wir es noch erleben, dass die Lidl-Filialen oder Kaufland-Filialen von Robotern nachts verräumt werden? Oder werden jetzt ein bisschen naheliegender Self-Scanning-Kassen auch bei Lidl eingeführt, wie es in UK schon ist? Wenn wir irgendwann Peppers haben, die mir beim Kaufland sagen, wo ich ein Produkt finde, weil es so schwierig ist, einen Mitarbeiter zu finden? Und werden zukünftig überhaupt noch Einkäufer zum Beispiel Sortimente, Preise machen und. Wo geht die Reise aus Ihrer Sicht hin? Ja, sie wird dorthin gehen. Es ist immer nur eine Frage, wann. Ja, wir dürfen ja eins nicht vergessen, dass der Großteil unseres Unternehmens, ich sage mal, noch im stationären Handel ist. Ja, wir haben jetzt jemanden eingestellt, der, ich sage mal, um die Plattformen bemüht. Ja, der diese Vernetzung der einzelnen Bereiche, den Kunden besser kennenlernen und. Da sind wir auf einem guten Weg. Und nicht immer der Schnellste ist erfolgreich. Wir werden nie ein Amazon werden, ja, und wir werden nie ein Alibaba werden. Da werden wir nicht hinkommen. Ja, aber es wird immer einen gewissen Anteil von einem stationären Geschäft, das anders aussehen wird, wie wir es heute haben. Ja, da werden andere Kassen sein, man wird durchgehen und man wird durchgescannt und. Da sind wir ja schon in den Testphasen. Ja, dass diese Tunnelscanner, dass das Einzelscanning wegfällt. Also da sind wir schon. Man muss nicht immer der Erste sein, weil da läuft uns nichts weg. Weil es immer der Erste sein ist auch immer sehr, sehr teuer. Man muss dranbleiben, man braucht Abteilungen, die sich dann intensiv darum bemühen und diese Abteilungen, jetzt rede ich nicht vom Keller, ja, aber die muss man wegsperren, die dürfen nicht mit dem normalen Arbeitenden in Verbindung kommen, die müssen Ideen haben, die müssen Ideen entwickeln, die machen extrem viele Fehler, ja, aber aus diesen Fehlern lernt man und da wird man dorthin kommen, wo man sagen, irgendwann wird dieser Mann auch bei Kaufland und mal bei Lidl stehen und sagen, hallo, freut mich, dass Sie gekommen sind und ich kann Ihnen jetzt helfen, ich sage mal, das zu suchen, Ihre Fragen beantworten oder Sie dorthin führen, wo Sie eine Frage haben, wo steht das und so weiter. Das kann ich mir auch in naher Zukunft und von der nahen Zukunft, das ist vielleicht in 10 Jahren, wird es so sein. Jetzt waren Sie aber bei Kaufland mit E-Food, also mit Belieferung Lebensmittel an den Kunden nach Hause, eigentlich mit der Erste und haben sich dann selber wieder aufgelöst. Mit der Idee zunächst. Ja, ich sag mal, es gibt ja auch einen Über-Ehrgeiz. Es war von der Erfahrung her war es gut, was wir gemacht haben. Ja, wir hätten uns auf einen Standort konzentrieren müssen. Aber da waren halt wieder und Über-Ehrgeiz und machen da die Stadt. Ja, in der Welt. Und dann kostet es auch immer sehr viel. Alles, von dem wir reden, ja, wenn ich von unserem Online im Lidl rede und von dem Online im Kaufland, das ein bisschen auch jetzt wieder neu entwickelt wird, da reden wir um Vorlaufkosten im Jahr von 250 bis 300 Millionen.
Ja? So, und das muss man ja auch im stationären Geschäft jetzt auch erstmal verdienen. Und wir haben ja auch noch Expansion. Wir waren gefühlt vom System her die Besten. Aber keiner, der dieses Geschäft macht, ob Rewe oder Edeka, die machen im Schnitt so viel Umsatz und so viel Verlust. Ja, und das war es uns einfach zu viel, wo wir sagen, wir haben noch so viele andere Möglichkeiten, ertragreichen Umsatz zu machen. Ja, lasst uns das doch dann machen, wenn wir, ich sage mal, stärker den Rücken frei haben, ja, weil da läuft nichts weg. Wenn wir dann einsteigen, ja, dann kann man massiv einsteigen, dann kann das auch richtig Geld kosten, weil am Ende des Tages braucht man ja irgendwo auch ein Ergebnis. Und wenn du auf allen Dingen, die es gibt, rumturnst, ja, muss das auch das operative Geschäft, ich sag mal, erwirtschaften. Und eins ist auch klar, durch all die Markenartikel eintritt, ja, dadurch, dass er jetzt schon ein Jahr lang Marken drin hat, jetzt kommt auch die Erfahrung, dass Marken sehr stark in den Aktionen laufen, er ist billiger, ja, wir werden aggressiver werden. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, der Markt in Europa ist noch nicht verteilt und wird aggressiver werden. Und da müssen die Mittel für die Zukunft, ich sage mal, schon hinterfragt werden, ob wir vielleicht bei dem einen oder anderen zu früh einsteigen, weil weglaufen, das ist meine Erfahrung, tut uns nicht. Dann brauchen wir zwar hinterher vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber dann haben wir es. Ja? Also von der Seite her habe ich da keine Sorge, das war eine Erfahrung, die haben wir abgespeichert. Ja, und es gibt heute Konzepte, die letzte Meile. Ja, und ich bin ein großer Freund von Mindestlöhnen. Ja, auch wenn ich weiß, dass das dem Einzelhändler, den ich gar nicht wehtun will, ich sage mal sehr, sehr wehtut. Ich weiß, dass der Mindestlohn von 12 Euro plus, den wir ja bezahlen, deutlich drüber bezahlen, für viele mittelständische Unternehmen ja ganz, ganz schwer zu handeln ist. Ja, aber wir brauchen diese Mindestlöhne, ja, und einen Ticken mehr. Ja, 2.000 Euro plus ist das Mindesteinstiegsgehalt heute, ich sag mal, bei Lidl oder demnächst bei Lidl. Ja, wir brauchen das, ich sag mal, um, ich sag mal, die ausländischen Firmen, die auf diesen extremen Niedriglöhnen, ich sag mal, ihr Geschäft machen. Wir brauchen gleiche Wettbewerbsverhältnisse. Ich kann nicht als Staat zulassen, einen Uber, der keine Regeln einzuhalten hat, und dem Taxifahrer baue ich Techniken ein, dass er jeder weiß, wie viele Sitze besitzt sind, er muss eine Ausbildung machen für seinen Taxischein und. Das nicht, wenn alle das gleiche Voraussetzungen haben. Dann soll der Wettbewerb entscheiden, wer gut und wer schlecht ist. Ja? Und dafür haben wir als Staat Sorge zu tragen. Und die Ware, die von draußen reinkommt, die hat kein Zertifikat, die hat dies nicht, hat jenes nicht. Und da müssen wir aufpassen, weil das kostet uns Arbeitsplätze, dass wir die Innenstädte leeren. Sie brauchen nur nach Amerika gehen, wo da noch funktionierende Einkaufszentren und die können Sie aber wirklich an der Hand zählen. Noch eine Frage zu Kaufland. Und zwar habe ich einen Studenten, der dualer Student bei Real ist, und der fragt, wenn er jetzt in einem der Märkte ist, der von Ihnen übernommen werden würde, ob er sein Studium fortsetzen könnte bei Ihnen. Sie sprechen jetzt von Kaufland? Ja. Ja. Natürlich kann er das fortsetzen. Wenn ich jetzt ein paar Worte weglasse und stelle die Frage, wollen Sie 100 Märkte von Real übernehmen? Wollen Sie mal eine ehrliche Frage? Wir sind momentan in Gesprächen. Ja? Und wenn wir gute 100 Märkte kriegen, können es auch ein paar mehr sein. Wenn wir gute kriegen. Und den Investitionsstau wollen Sie sich antun? Die großen Märkte, wo man Non-Food können muss, wollen Sie sich antun? Ich sage mal, der Investitionsstau, der ist beherrschbar. Okay, wenn man genug Geld hat, dann ja. Ja, jetzt rede ich ja davon, dass wir für solche Sachen Geld brauchen und aufpassen müssen, dass wir nicht zu früh in andere Investitionen, die auch wieder Geld kosten. Da würde ich sagen, wenn wir ihn überhaupt bekommen und, das ist ja alles noch nicht ausgegoren, wir sind noch nicht in den Due Diligence, wir sind sehr weit, aber noch nicht ganz so weit. Ja, und am Ende wird es der kriegen, der am meisten Geld bezahlt, und dann werden wir mal schauen, wo wir bleiben. Aber die andere Frage ist ja für uns, wenn wir es nicht kriegen, was passiert dann? Ja, das kostet uns auch Geld. Also von der Seite her wäre mir das, ich sage mal, den Wert, den wir heute kennen, wäre mir es als Unternehmen wert. Ja, und wir haben den Spielraum auch von der Finanzierung, also von der Seite her. Ich glaube schon, wenn wir es machen, und Kaufland ist auch heute nicht mehr das Kaufland vor 5 Jahren, die haben auch ihren Lernprozess hinter sich. Ich denke mal, dass die Mannschaft, die heute zusammen ist und die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, auch wenn es
manchmal ja, auch ein bisschen Kraft gekostet hat, dass sie das auch stemmen können. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Sie reden ja witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das auffällt, bei Lidl von wir und bei Kaufland von die in der dritten Person. Ja, habe ich das so gemacht? Ja, ist so. Ja, weil die Kaufländer ticken ein bisschen anders, aber das ist nicht der Grund. Nein, wir haben alle unser Du und da wollen wir auch nicht mehr davon abgehen. Oder ist es denn einfacher, als Lidl-Vorstand unter Ihnen zu arbeiten oder als Kaufland-Vorstand? Ich stelle mir beides herausfordernd vor, zugegebenermaßen. Ich sage mal, es ist grundsätzlich für beide etwas schwieriger. Okay. Ja, weil ich halt nie zufrieden bin. Das ist ja, weil man immer noch sieht, dass es besser geht. Und diese innere Unruhe, ja, egal wo man als Führungskraft auftritt, diese innere Unruhe darf man nicht vergessen. Und wer sie nicht hat, der wird morgen nicht mehr im Unternehmen sein. Weil ein Unternehmen hat auch eine Anforderung. Wir können nicht jeden Unternehmenswunsch erfüllen. Wir sind ein Leistungsunternehmen. Ja? Wir müssen fair und ordentlich mit unseren Mitarbeitern umgehen. Wir müssen sie entwickeln. Aber irgendwann gibt es Menschen, die sagen, nee, das ist mir zu viel, das mache ich nicht mehr mit. Das, was wir geleistet haben früher an Stunden, das kann man heute nicht mehr abfordern. Ja? Aber ich sage mal, jeden Tag ein Homeoffice und dann dieschen und dann jenes. Und hallo, das geht bei uns nicht. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und da muss man auch wissen, wenn man in ein solches Unternehmen geht, dass es bestimmte Dinge so nicht gibt. Ja, dann kann man irgendwo anders hingehen. Und ich glaube, das, was wir zu bieten haben, ist so gut, ja, dass wir, ich sag mal, auch genügend bekommen. Mit der Einschränkung an der Front brauchen wir auch Hilfe und gute, ausgebildete Leute vom Ausland. Da steht Time's Up, ist ja, zwar Englisch, sind wir schon fertig, aber bedeutet, dass gut, wir ist ja kein fertig Problem. Also eine Frage hätte ich noch, bevor wir zwei, drei Fragen aus dem Publikum gerne zulassen. Sie sind ja von Ihrer Vita her so ein typisches Konzernkind oder Konzernvater. So rückblickend, wenn Sie sehen, die Startup-Szene, Retail Tech Hub, mit dem wir auch heute eine Kooperation haben, wo Sie ja als Unternehmen auch engagiert sind, würden Sie sich rückwirkend wünschen, auch wenn Sie schon gesagt haben, Sie würden alles nochmal genauso machen, auch nicht mal, genauso. Auch ein Startup gegründet hätten haben zu wollen? Ich war ja jetzt in Berlin unterwegs, habe mir Startups angeguckt, sehr erfolgreiche Startups. Hätte mich auch in der Nachbetrachtung bei Lieferando einsteigen sollen, weil da hätte ich richtig Geld verdient. Ja, also von der Seite her brauchen wir die Startups. Aber Startups muss man separat vom Unternehmen halten. Ja, die müssen für sich entwickeln können. Man muss wissen, dass da auch, ich sag mal, von 20, 30, 40, 50 Startup, der richtige Erfolg vielleicht bei eins liegt. Ja? Wir brauchen die für die Entwicklung. Die Autoindustrie hat sehr erfolgreich mit den Startup-Unternehmen angefangen. Ja? Aber das sind andere Menschen. Ja? Und weil sie andere Menschen sind, weil sie anders strukturiert sind, muss ich sie auch anders im Unternehmen unterbringen, anders behalten, verhalten. Aber sie bringen und können ein Unternehmen in wichtigen Dingen, wenn man sie auf die richtige Spur setzt, sehr wertvolle Hilfe leisten und das Unternehmen auch in bestimmten Bereichen deutlich verändern, was auch notwendig ist. Das waren die Sie erstmal wegsperren? Ja, aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Wegsperren heißt nicht im Sinne von eine eigene Kultur haben. Die dürfen auch mal ein Puttinggrün im Büro haben. Jetzt kommt jeder von uns und sagt, die haben ein Puttinggrün, will ich auch ein Puttinggrün. Das können wir nicht. Die sind andere Menschen, deswegen muss man sie mit ihnen auch anders umgehen. Das ist so meine Aussage. Vielen Dank. Jetzt würden wir gerne noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum zulassen, wenn es welche gibt. Wir haben irgendwo, da ist eine Frage. Wir haben auch ein Mikro, das jetzt angerannt kommt. Sie sind so nett und würden einmal den Namen sagen, bei welcher Firma Sie sind. Ja, Herr Gehrig, Silke Biester, Lebensmittelzeitung. Sie haben angefangen mit den Persönlichkeiten, die im System vielleicht gar nicht so wichtig sind. Aber ich möchte jetzt mal sagen, an der Spitze sind natürlich führende Persönlichkeiten, die doch eine Menge mitbringen. Und man hört, dass Sie gerade auch Ihren Vertrag verlängert haben und mit Ihrem inneren Unruhegeist dem Unternehmen noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also ich sage mal, solange der Inhaber es mit mir aushält, ja, und solange die Gesellschafter, die ja, ich sage mal, nach unserem Inhaber, ja, die Kommanditisten es mit mir aushalten, ja, dann bin ich dabei. Und ich denke mal, dass ich noch ein paar Jahre, ich sage mal, das, was ich heute mache, meine Aufgabe ist, ich sage mal, mit den Gesellschaftern und mit den Herrn Schwarz, aber mit den Gesellschaften zusammen mein Nachfolger. Ja, wenn mir morgen was passiert, das ist ja immer die Frage, weil der Tod kennt ja kein Alter. Ja?
Wir haben ein Gremium von 4 Vorstandsvorsitzenden, die in den operativen Geschäften das Geschäft machen. Ja, also da würde morgen keine Lücke entstehen und die Gesellschafter hätten Zeit. Und man redet ja mal über den einen oder den anderen. Man darf aber auch nicht zu früh drüber reden, dann ist er sofort verheizt. Ja, und von der Seite her denke ich mal, dass das meine Nachfolge heute in den Köpfen bestimmter Gesellschafter, wir haben jetzt neue, da werden wir sie heranführen, und beim Inhaber schon so weit ist, dass es kein Chaos oder ja, entstehen würde oder eine Unruhe geben würde oder gewisse Unternehmensphilosophien, die wir erarbeitet haben, das würde dann so weitergehen. Ja? Und wie immer im Leben, am Ende hängt es an Menschen, am Ende hängt es an Geschick der Nachfolger, und es gibt Nachfolger, die sind sehr gut, und es gibt Nachfolger, die sind gut, und es gibt Nachfolger, die tun auch mal ein Unternehmen an die Wand fahren. Ja? Und von der Seite her haben wir genügend Auswahl, genügend Menschen in den Kommanditisten, die Menschen auch beurteilen können und die Aufgabe haben, diese Menschen zu kontrollieren. Ja? Und man muss die Fähigkeit haben, wenn man erkennt, dass einer nicht die Leistungen bringt oder auf einer anderen Spur ist, ihn dorthin zu führen, und wenn nicht, muss man sich auch von Menschen trennen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Führungsqualität, die man haben muss, sich auch von Menschen trennen, auch wenn es einem wehtut. Danke. Da ist noch eine Frage. Ralf Hettler. Herr Zetsche sagte gestern Abend bei einer Podiumsdiskussion... Würden Sie mal bitte vorgehen, Sie haben eine Stimme, die ich sehr schwer hören kann, weil ich bin etwas... Herr Zetsche sagte gestern bei einer Podiumsdiskussion, dass Daimler vielleicht in 10 Jahren, dass es Daimler vielleicht in 10 Jahren nicht mehr gibt. Das ist ja schon besorgniserregend in der Automobil... Was gibt es in 10 Jahren nicht? Daimler in der Automobilindustrie, sagte Herr Zetsche gestern Abend in einer Podiumsdiskussion. Ja, ist sowas auch denkbar, dass Amazon alles platt macht? Ich sage mal, der macht alles platt, wenn wir es zulassen. Ja? Das wird eine Herausforderung werden. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und unsere Politiker unterschätzen das. Die brauchen nur, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die für alle gleich sind. Und Amazon, und was noch viel, viel schlimmer ist, ist Alibaba. Ja? Die haben ein Kapital, die müssen, und das ist das größte Herausforderung, die müssen in bestimmten Sparten, wo wir stark sind, müssen die gar kein Geld verdienen. Ja, weil die in vielen, vielen anderen Bereichen so viel Geld verdienen. Und das zweite Große, was man wissen muss, ist, es gibt so viel Geld in der Welt, das nach Anlage sucht. Ja, und wir sind gefährdet, auch in Teilen im Mittelstand, dass die Private Equity Unternehmen, ich sage mal heute, die kleinen Private Equity Unternehmen, wo die Nachfolge nicht ganz gesichert ist, ja, heute von Private Equity übernommen werden. Die machen den Markt eng und dann gehen die mit den Preisen hoch. Also wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, weil der Politik das Ausmaß, was auf uns zukommt, mit Sicherheit in der Form noch nicht da ist. Und ja, da müssen wir alle, die, ich sage mal, im Handel tätig sind, alle, die Verantwortung tragen, das immer wieder an die Politik herantragen, ja, weil sonst sieht es bitter aus, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Und wir sind Käufer. Darüber müssen wir nachdenken. Wir unterstützen ja mit diesem Handel über Amazon und so weiter einzukaufen. Da müssen wir auch mal drüber nachdenken, ja, ob wir das ein oder andere nicht wieder mal im stationären Handel einkaufen. Und da hat der Discounter einen riesen Vorsprung, weil er überall greifbar ist und in der Nähe ist. Ja? Der Seite her im Discount, in den Großflächen, sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Aber die Gefahr ist da, und die Gefahr, 10 Jahre, die Autoindustrie, sie werden demnächst vieles über Internet kaufen, auch im Auto. Ja, also, ja, müsste keine bessere Antwort. Vielen Dank, Herr Gehrig. Hat es Ihnen bei uns gefallen? Ja, es hat mir gefallen, und ich habe zu ihm gesagt, wenn er mir das nächste Mal eine Dreiviertelstunde Zeit lässt, dann komme ich wieder, weil ich muss mich erst mal auch ein bisschen warm laufen oder warm reden, ja, und das war mir jetzt fast ein bisschen zu kurz, oder? Da kann ich Ihnen die Hand drauf geben, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Okay. Wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank, Herr Gehrig. Okay. Darf ich Ihnen noch? Wir haben ein kleines Geschenk, was wir für alle Referenten haben, aber jetzt nur bei Ihnen machen, weil damit Sie aber als Publikum wissen, dass jeder Referent was bekommt, denn alle Referenten kriegen auch überhaupt gar kein Geld, auch keine Reisekosten, sind alle nur da, weil sie Ihnen was erzählen wollen. Eine Flasche Sekt, wenn die Umsätze... Da muss ich mir überlegen, ob ich noch komme, oder? Nein. Jo.
Ja, vielen Dank. Also wenn Sie nächstes Jahr kommen, dann gibt es nicht eine Flasche Sekt, sondern sorge ich für eine Flasche Champagner. Sekt ist gut, ich trinke gerne Sekt. Der Sekt ist, wenn die Umsätze mal nicht so gut doll sind. Ja, ich trinke auch gerne Prosecco. Und ein Kochbuch von unserem Studiengang Food Management gemacht. Oh, ja, ja. Kochen Sie selber? Nein. Nein. Sie sind gefühlte 50, haben Sie gesagt. Es ist nie zu spät aufzuhören. Also, oder zeigen Sie Ihrer Frau, was Sie gerne hätten. Mir sind Menschen suspekt, die anfangen zu kochen. Ja, wenn ich mit meiner Frau sage, heute koche ich, dann gehen wir essen. Ja. Herzlichen Dank, Herr Gericht.